Oh, kann ich dieses Video überhaupt machen? Ich habe gar keine Mütze auf. Egal, Tag gesagt, Berlin. Ich muss euch nochmal mit diesem etwas belanglosen, rudimentären, blassen G-Star-Zug belästigen. Er hat sich nämlich als kleiner böser Bube rausgestellt. Aufgrund von Kommentaren unter den Videos wurde mir gesagt, dass das eine, nein, nicht jetzt eine hundertprozentige Kopie wäre, aber so fast dicht dran an. Husch, 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 die Eisenbahn. Dem Hogwarts Express aus der Harry Potter Serie von, wie heißt diese Firma? Die ist unbekannt, die ist noch nicht so lange am Markt, Lego. Dachte ich mir, Kommentare schreiben die mir rein. Im ersten Moment dachte ich, kann ja gar nicht sein, aber der ist ja so, ich sag mal, wirklich sehr lahm, einfach diese Achse, diese Verbindung zwischen den Waggons und der Lok ist scheiße. Dachte ich, kann nicht sein, aber doch, Tatsache, ich hab jetzt hier mal so ein bisschen, genau, man. Es ist, ich zeige ihn euch nochmal hier rein, ja. Also das ist wirklich schon, es ist, also das wird bald auseinandergebaut, weil er wird mich verlassen, das ist zu langweilig. Und außerdem, wollen wir hier Kopien? Nein, da habe ich im letzten Face-to-Face noch groß gesprochen, mache ich nicht, tue ich nicht. Gut, da sprach ich von Rebrickable und Mox, aber trotzdem, hätte ich die gewusst. Also ja, ich wäre wirklich, ja, ist er. Ich sag mal hier, das ist ein bisschen, hier sind andere Teile, aber im Großen und Ganzen ist das eine, ich würde mal sagen, fast 1:1 inspirierte Kopie vom Hogwarts Express. Was soll man da sagen? Ich bin vollkommen platt. Ich wollte es euch wenigstens gesagt haben, dass ich das jetzt auch entdeckt habe und dank eurer Kommentare, ihr seht, Kommentare sind cool, kann ich was lernen und ja. Dann würde ich sagen, kauft ihn euch lieber nicht, wenn ihr da jetzt Bauchschmerzen habt oder wenn ihr, ja, ist jetzt schwer zu sagen. Wir können es auch selber entscheiden. Wenn ihr jetzt sagt, Lego, könnte ich nicht leiden, ich kaufe die jetzt, um die zu ärgern, dann macht es. Aber ich für meine Seite wollte es nochmal sagen. Es gibt von G-Star noch die 59, das ist die 59.02, es gibt noch die 001. Da blende ich mal ein Foto ein hier. Ich hoffe, G-Star hat nichts dagegen, dass ich ein Bild von ihnen einfach benutze. Aber ich habe gesagt, das ist von G-Star. Ist das auch nachempfunden oder geistig inspiriert von jemandem? Ich weiß es nicht. Gut. Ich werde jetzt diesen G-Star auseinandernehmen und ihn dann für einen schmalen Überlassungstaler, ich denke mal, bei eBay verkaufen. Und dann bin ich dieses böse, böse Eisenbahn-Dings auch wieder los. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich die noch nicht ausgepackt und aufgebaut? Ich sammle die Harry Potter Sets. Ja, ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Ja, der Hogwarts Express. Also, und wenn der wirklich so, ich sag mal, so billig dahingerotzt ist wie das Ding da, also von den Bautechniken. Ich sehe auch gerade, die Türen sind hinten offen. Ja, ist die gleiche Bauweise. Kommt euch auf den Dachboden. Ja, das war's. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ansonsten tschüss.